Wenn ich diesmal sage, das ändert alles, dann meine ich das tatsächlich so. Und damit recht herzlich willkommen zum Video Nummer 151. Jeden Freitag 16 Uhr, wie gesagt, bin ich für dich da und zeige, was ich in der letzten Woche Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und los geht's. Ja, so viel habe ich gar nicht gemacht in letzter Zeit. Doch, ich habe viel gemacht. Aber wie soll ich das jetzt mal ausdrücken? Ich bin natürlich bei dem wunderschönen Wetter sehr, sehr oft mit meinem Trike unterwegs. Ich bin mit meiner Frau hinten drauf. Aber ich habe auch noch mehr gemacht. Und zwar bin ich gerade ein wenig am Umstellen meiner Anlage. Und das möchte ich natürlich heute gerne mal zeigen. Und ich möchte das vielleicht mal so ausdrücken. Ich möchte noch mehr selber machen. Ich habe ja sowieso immer schon den Gedanken gehabt, ihr kennt es ja vielleicht von meinem 3D-Drucker und im Hintergrund sehen wir ja so ein bisschen die ganzen Bahnhofsbereiche da oben, das ist ja alles selber gebaut und ausgedruckt, außer diese Plattform da unten, das habe ich mittlerweile aber auch alles selber hinbekommen und hatte neulich, was heißt neulich, 2-3 Wochen ist es wohl her, von dem lieben analogen Gerd, ich blende jetzt hier mal ein kurzes Video dazu ein, habe ich sein Ringlokschuppen bewundert. Ich fand das Ding so toll, vor allem was er draus gemacht hat. Ich, wie gesagt, ich verlinke es euch oben in der Ecke mal und unten im Kommentarbereich natürlich auch. Und da hier, da möchte ich euch das natürlich mal zeigen. Und da habe ich mir überlegt, ja, kaufen ist die eine Sache. Natürlich, ohne Frage, ohne Wertung alles. Aber ich probiere es doch einfach mal selber zu machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen entsprechenden Lasercutter gekauft. Habe den mir eingerichtet, habe alles dazu fertig gemacht. Da kam dann noch so eine Hülle oben drüber. Ich blende euch die Bilder mal dazu ein. Da braucht man passende Abluft dazu. Da muss man alles Mögliche dazu vorbereiten und machen. 1000 Probestückchen, die ich da gemacht habe und so weiter und so fort. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, mach das doch in Zukunft eigentlich mal selber. Druck dir doch, nicht drucken. Ich bin jetzt beim 3D-Drucker gerade. Plotten ist wieder ein Aufkleber. Schuldig bitte, weil ich gerade ein bisschen durcheinander bin. Schneide dir doch, schneide ist ja dasselbe, dir doch deine ganzen Modelle in Zukunft selber. Entwirf doch dir die ganzen Sachen am Computer selber. Natürlich ist das Arbeit, es ist viel Arbeit. Es ist viel, viel leichter, sich natürlich jetzt, weiß ich nicht, kleinere Beträge oder auch mehrere hundert Euro, wie der liebe Gerda ausgegeben hat für seinen Lokschuppen. Das kann man natürlich machen, das könnte ich auch machen. Ich habe wahrscheinlich die ganze Technik hier mehr bezahlt, als da hätte ich wahrscheinlich jede Menge von diesen Schuppen mehr kaufen können. Aber darum geht es ja gar nicht. Mir geht es darum, das meiste auf meiner Anlage selber zu machen, selber zu entwerfen, am PC teilweise. Natürlich setze ich mich hier jetzt nicht hin. Ich habe auch jede Menge Balsaholz da und schnitze mir das mit einem Messerchen oder sowas. Das könnte ich machen, wäre aber nach meinem Geschmack mir alles irgendwo, wie soll ich ihn sagen, zu ungenau. Ne, ungenau auch nicht, das will ich auch nicht sagen. Nein, vielleicht kann ich es mal so sagen, wenn ich was selber entwerfe am PC, mir kleine Häuschen entwerfe, vielleicht eine Burg oder ein Bahnhofsgebäude oder ich alles Mögliche, was mir so unterkommt, das habe ich natürlich als Dateien vorliegen und kann das entsprechend bei Bedarf ausdrucken, reproduzieren, woanders hinsetzen und. Das kann ich natürlich alles machen. Während wenn ich jetzt was Freihand bastle, wenn ich was aus einem Papphäuschen mir baue, wie das bei Sammy Modellbau zum Beispiel ist, der macht das ja meistens so mit Pappe und sowas, habt ihr ja vielleicht alles schon gesehen. Das ist schön, das ist einzigartig, aber das ist nicht ganz das, was ich wollte. Ich möchte das also wirklich haben, dass ich sagen kann, komm, Häuschen XY, das möchte ich gerne nochmal haben. Ich verändere ein paar Sachen dran, habe es aber unterm Strich ja doch mit meinen eigenen Händen und meinem eigenen Kopf geschaffen, habe aber eben die Möglichkeit, dass jederzeit nochmal zu bauen oder in veränderter Form nochmal als Vorlage zu verwenden. Das ist eigentlich das, was ich gerne möchte und was mir eigentlich Spaß daran macht. Und darum geht es mir. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und da ist natürlich so ein Lasercutter prädestiniert für, weil das sind ja wirklich exakte Ausdrucke. Da kann ich eben, ich habe da schon ein bisschen mehr rumgespielt, als ich euch jetzt hier zeige, da kann ich eben auch, ja, wenn ich das möchte, das Mauerwerk reindrucken. Und auch nicht nur gerade, sondern auch so ein bisschen krumm und schief und wie auch immer. Das liegt ja daran, wie ich das entwerfe. Und dadurch, dass ich das reindrucke, habe ich natürlich, oder reinbrenne, entschuldige, ich bin wieder beim Drucken, wenn ich das reinbrenne, habe ich natürlich auch die Struktur der Steine reingebrannt. In dem Fall kann ich natürlich keine runden Modelle bauen. Das geht nicht.
dafür habe ich auch wiederum meinen 3D-Drucker. Da kann ich mir auch wieder runde Sachen machen. Und das sind so die kleinen Sachen, wo ich im Grunde genommen immer sage, ja, da habe ich verschiedene Sachen, auf die ich zurückgreifen kann. Und dieser 3D, oder Quatsch, ja, was mache ich denn heute? Dieser Laser-Cutter, der eröffnet mir wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe natürlich gleich wieder mal in alter Uldi-Manier jede Menge Holz gekauft. Ich habe, ich weiß nicht, 120 Holzplättchen oder Platten mir gekauft, die in den Drucker reinpassen, in verschiedenen Stärken. Ich müsste 50 Platten in der Werkstatt noch haben, die 3 mm stark sind. Das ist mir aber ein bisschen zu dick. Das sieht man an den kleinen, der kleinen Häuserblende, die ich da als Beispiel mal auf meine Anlage gestellt habe. Das ist natürlich nur ein Probedruck. Das ist nicht das, was ich später hinstellen werde oder was ich entwerfen werde. Und das ist 3 mm, das ist mir ein bisschen zu dick. Also habe ich jetzt noch jede Menge Platten, 50 oder 60 in 2 mm und auch noch mal jede Menge in 1 mm Stärke gekauft. Gerade die 1 mm ist man gar nicht so verkehrt. Da kann man ja kleine Zäune draus machen, so Jägerzäune oder was weiß ich, was einem da so unterkommt, was einem da so alles einfällt. Selbst Gittermasten könnte man da draus machen. Die habe ich ja bis jetzt immer mit dem 3D-Drucker gedruckt. Selbst die könnte man fein säuberlich lasercutten, weil ich habe jetzt auch schon in dem Häuschen, weil tausend habe ich das gerade mal hier. Das ist bloß der Probedruck, der versaut war. Ich mach's mal so rum. Sieht man das so halbwegs? Hier drin, ich halte mal die Kamerakappe dahinter. Hier, nee, ich glaube, das ist sogar noch schlechter. Aber ich weiß nicht, ob man sieht. Man kann, ich habe ja beides. Ist ein Steg in dem Fenster. Ihr kennt ja Lasercut alle selber, brauche ich gar nichts zu sagen. Der ist einen halben Millimeter stark. Ja, dieser Steg in den Fenstern. Einmal so und einmal so. Hier drüben ist es auch zu sehen. Einen halben Millimeter. Das heißt, vielleicht kann man es auch noch enger. Ich muss ein bisschen rumspielen damit. Da kann man so dermaßen feine Strukturen, nicht Strukturen, Gebilde mitdrucken. Das ist fantastisch. Das kriege ich nie mit einem Bastelmesser und ein Stückchen Holz oder Balsaholz hin. Da müsste ich wirklich mit irgendwas anderem arbeiten, um diese wahnsinnig feinen Strukturen irgendwo hinzukriegen. Übrigens, die Seite sieht man, dass ich hier mit dem Laser gespielt habe. Das ist alles verbrannt, viel zu doll eingebrannt. Aber das sind eben, wie gesagt, alles nur Tests, die ich hier so gemacht habe. Mit welcher Laserstärke muss ich arbeiten, dass es nicht auf der anderen Seite rauskommt. Aber zu diesem Thema bringe ich natürlich, ihr seht schon, ich habe auch mit dem Maßstab gearbeitet. Ja, es ist eigentlich so ziemlich dasselbe. Und es wird noch kleiner. Also ich musste wirklich mich rantasten. Ich habe immer so diese Tür hier ausgemessen, wie hoch ist sie. Ich habe einen Preis allein genommen, habe dann den Maßstab übertragen auf eine Tür, die so vielleicht 2 Meter, vielleicht 2,20 Meter hoch ist und habe dann versucht, das irgendwo hinzubekommen, auch diese Etagenhöhe und. Und die ganzen Applikationen, ich weiche schon wieder wahnsinnig vom Thema ab, die mache ich natürlich mit einem 3D-Drucker. Wenn da irgendwas drankommt, irgendwas verschnörkelt ist oder ach, was weiß ich, das kann ich natürlich jetzt erstellen, wie ich will. Und 3D-Drucker habe ich ja nicht nur den Filamentdrucker, da habe ich ja auch den Resin-Drucker. Da kann ja noch feiner, das kennt ihr ja vielleicht schon alles, ich habe es ja auch schon mal gezeigt, da kann ich noch feinere Sachen ausdrucken und da kann ich mich wirklich austoben in irgendeiner Form, so dass ich das wahrscheinlich irgendwann mal auf die Spitze treiben werde. Das sind die Details, die kein Mensch auf einer Anlage jemals sehen wird oder auch Beachtung schenken wird. Aber mir ist das egal, weil ich möchte das ja entsprechend sehen und beachten. Und ich freue mich auch, wenn ihr euch das aufgrund meiner Videos ansehen könnt. Ich versuche natürlich immer wieder mal auch die Makros mit reinzunehmen, dass ich so richtig dicht dran gehe, dass man vielleicht auch die, in dem Fall sogar auch die Fehler sieht, habe ich kein Problem mit. Ja, wenn ich mit meiner Kamera übrigens immer sehr, sehr dicht an manche Objekte rangehe, natürlich sieht man da bestimmte Kratzer, wie zum Beispiel auf dem Mehrradreiniger von letzter Woche. Natürlich sieht man da Kratzer oder wo ich gefeilt habe, aber vergesst bitte nicht, ich bin da 5 cm mit der Kamera entfernt von dem ganzen Ding. Da siehst du natürlich die Feinsten, da siehst du schon den Wimper auf dem Ding liegen. Aber ist ja auch egal. Davon wollte ich gar nicht sprechen. Auf jeden Fall wollte ich euch heute erzählen, im Grunde genommen, was ich vorhabe, wo es hingehen soll. Und das Ganze, die reinen Bastelvideos, werde ich nicht hier zeigen, weil hier soll es wirklich um die Modelleisenbahn gehen, Steampunk, ich sag mal Schrägstrich Dieselpunk mittlerweile. Und die reinen Modellbau-Bauvideos werde ich auf meinem Zweitkanal euch präsentieren. Das ist ja dann der AP oder AP Creations Kanal, der AP Modellbau habe ich es früher genannt. Und da werde ich dann die Videos bringen, wie ich das alles so bastle, wie ich das baue. Und da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch alle rübergeht
und den Kanal abonniert. Nicht, weil ich Abonnenten haschen möchte, sondern dann verpasst ihr die Videos nicht, weil ich bin der Meinung, das passt nicht ganz in diesen Kanal hier rein. Deswegen möchte ich das gerne auf den zweiten Kanal bringen, der dann rein Modellbau ist, wo die gezeigt werden. Hier werde ich natürlich auch bestimmte Sachen zeigen, vielleicht mehr im Schnelldurchlauf oder was weiß ich. So, und da drehe irgendwo rum, habe ich mir das gedacht. Und wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ihr könnt gerne jetzt schon mal rüberwechseln. Ich verlinke es unter dem Video noch, auch wenn da noch kein Video zu sehen sein wird. Aber es kommt jetzt die Tage, dann kriegt ihr das auch schon mit. Und dann könnt ihr euch da auch die Videos dann mit angucken, die dann eben halt hier nicht gezeigt werden. Weil es halt thematisch nicht ganz passt zur Eisenbahn. Auch wenn es Eisenbahnhäuschen sind, natürlich. Aber ich sag mal, ein Lasercutter-Video oder ein mit einem 3D-Stift irgendwas entwerfen oder mit einem 3D-Drucker was entwerfen. Auch wenn es für die Modelleisenbahn natürlich zu 90% sein wird, hat hier nicht allzu viel zu suchen, bin ich zumindest der Meinung, weil es hier um reine Eisenbahn gehen soll und um die Anlage von mir. Ja, das wollte ich euch damit sagen, das wollte ich euch damit zeigen. Ich würde es, wie gesagt, ich freue mich drauf, ich will euch viel demonstrieren noch. Ich muss mal gucken, wie ich es thematisch oder wie ich zeitmäßig so ein bisschen durchkomme die Tage. Wie gesagt, das Wetter ist schön, das Dreieck ruft mich auch, aber ich mache natürlich wie gewohnt weiter. Ich werde wahrscheinlich immer 16 Uhr freitags für euch da sein. Wenn nicht, wenn mal irgendwas ist, wenn ich Urlaub habe, melde ich mich. Aber ihr wisst ja, ich habe selbst aus dem Krankenhaus Videos gedreht. Also kriege ich das auch schon irgendwie gebacken und ich freue mich, wenn ihr natürlich weiterhin dabei bleibt, wenn ihr euch auch über die Sommermonate meine Videos anschaut. Dann macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn ich mich auch bei 30 Grad Hitze mal hier hinsetze und Videos drehe und für euch aufbereite und fertig mache. Dann würde ich sagen, macht schön gut. Wir sehen uns in der nächsten Woche, Freitag 16 Uhr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und tschüss.